So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Enter the Gungeon, ein Fliegenspiel. Nein, shit. Was ist denn? Ein Roguelike mal wieder, beziehungsweise ein Roguelite? Na, man könnte es eigentlich schon eher als Roguelike bezeichnen, also die normale Version. Wir haben hier ein paar Charaktere und mit diesen Charakteren müssen wir immer wieder den Gungeon runtergehen und unzählige ultra lustige Waffen holen und dann die Gegner platt machen. Inventar. Ach, Inventar, ja. Ich möchte euch nur mal kurz ein kleines Beispiel geben zu einer geilen Waffe. Wo haben wir denn die Waffe? Hier die. Das ist eine Patrone. Eine Schrotpatrone. Die verschießt Schrotflinten. Das war mit Abstand die lustigste Waffe, die ich jetzt bisher hatte. Und guckt euch das mal an. Die grauen Waffen sind übrigens die, die ich freigeschaltet habe, aber noch nicht verwenden konnte bisher, weil noch nicht gefunden. Also jetzt mal wirklich ohne Scheiß. Das sind alles Waffen. Und ich habe wirklich schon viel Zeit in das Spiel investiert, aber nicht alles freigeschaltet. Das ist wirklich verrückt. Dasselbe mit den Items. Es gibt auch sehr viele Items. Boah, bist du fett, Alter. Was eine fette Fliege. Krass. Auf jeden Fall viele, viele Items. Jo, Bosse gibt es auch ordentlich. Wie ihr seht, ich habe ein paar, wie gesagt, ein paar Stunden schon gezockt, in das Spiel gebuttert und ja, nicht alle Bosse, aber dafür viele Gegner. Viele Gegner erwischt bisher. Da. Das lief ganz gut, aber es war immer noch nicht alles. Ja, was ist das? Achso, das ist unser aktuelles. Genau. Also, wen haben wir denn genommen? Haben jetzt die Auswahl zwischen dem Piloten, der Strafgefangenen, der Jägerin und dem Marine. Was ist er denn? Da, der Marinesoldat. Ich mag tatsächlich den Piloten, aber der Marinesoldat, der. Ach, wisst ihr was? Scheiße, ich nehme den jetzt einfach mal. Genau. Wir haben auch eine Ausweichrolle. Kann man hier ausweichrollen. Ganz easy. Schießen mache ich mit dem hinteren Trigger. Und laufen mit dem linken Stick, ziehen mit dem rechten Stick. So, jetzt habe ich da oben rechts habe ich noch eine Währung. Kann man aber. Doch, Clustermine. Komm. Habe ich mir jetzt eine Clustermine bestellt. Das sind Items, die kriege ich dann gegebenenfalls im Dungeon. Whoops. Beziehungsweise im Gungeon. So. Man kann sich halt, wie gesagt, sehr, sehr sau viele Items freischalten. Das sind auch hier alles Charaktere, die habe ich mittlerweile auch freigeschaltet. Die waren vorher eigentlich gar nicht da. Die Bresche, das nennt sich hier so, war vorher leer. Ich habe hier hinten noch einen Laden. Hier können wir nochmal ganz kurz reingehen. Moinsen. Mein Arm ist mir zwischen den beweglichen Wänden unten. Ah. Dach, das ist abgerissen. Oh. Ich dachte, es wäre. Oh, ich dachte, es wäre. Ein Pick. Ich dachte, es wäre so. Autsch, armer Kerl. So. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir beginnen jetzt einmal. Das war der Laden übrigens. Da können wir uns immer wieder neue Sachen kaufen. Wenn wir alle Sachen weggekauft haben, dann kommen neue. Und so weiter. So, es gibt noch Charaktere, die kann ich freischalten, also spielbare Charaktere. Es gibt noch Charaktere, die sind im Gefängnis, die kann ich freischalten, glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Sind wir. Soweit bin ich noch nicht. Aber ich möchte es euch einfach mal zeigen. Es ist echt cool. Es kostet, ich glaube, 15 Euro. Gibt es für jede Plattform. Also PlayStation, Switch, Xbox, PC, glaube ich auch. Also auf Steam. Und kann man sich geben, wenn man Roguelikes mag. Das war tatsächlich. Das habe ich vor Dead Cells gespielt. Dead Cells. Doch, vor Dead Cells habe ich es gespielt. Geil. Richtig, richtig geiles Spiel. Also. Und Dead Cells ist schon ein wahnsinnig gutes Roguelike. Ich kann es mir nicht merken. Ich kann es nicht unterscheiden. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, auf geht's. Attacke. Erstmal hier die. Ja. Jede Waffe muss halt nachgeladen werden. Immer wieder, wenn sie leer ist. Macht Sinn. Und da kommen immer wieder neue Gegner. Wir kriegen hier diese Patronen. Das ist unsere Währung. Das ist Geld.
Jo! Ah. Zack. So, perfekt. Und es geht jetzt so weiter durch zufallsgenerierte Dungeons. Ah. Der hätte mich fast getroffen. Und da kommen noch mehr. Na komm schon. Man kann auch über die Dinge hier sliden, das ist ganz cool. Und man kann sie auch wegmachen. So. Übrigens, by the way, das ist ein Geheimgang. Googelt mal, wie ihr den öffnet. Ich habe bisher nur einmal aufgekriegt. Aber ich sag euch nicht wie. Doch, ich sag's euch, mit der Wasserwaffe. Aber dahinter wird es dann extrem knackig. Also, ja, sollte man machen, bevor man den ersten Boss, oder nachdem man den ersten Boss platt gemacht hat. Ja, uah. Wie gesagt, man kann über den ganzen Stuff, kann man auch dodgen. Ah, shit. Wenn man denn dodgt, boah. Das ist halt, irgendwann ist es wirklich hektisch, ohne Scheiß. Weil dann geht's, dann sieht man, vor Pixelbereich sieht man dann kaum noch was. Gerade bei den Bossen ist das richtig heftig. Aber ich mag das Spiel, es ist halt echt immer was anderes. So, und wir haben einen Schlüssel aufgenommen. Jetzt brauchen wir kurz ein Glas Wasser, einen Schluck Wasser. Und zwar, die Schlüssel sind für Truhen zum Öffnen. Also, macht eigentlich Sinn. Jetzt, ja, das war ganz schön geklappt, die geht. Ey! Na komm. Ja. Komm, du willst schießen? Fuck you. So, wir kriegen sehr, sehr viele Münzen. Das ist ziemlich geil. Hier oben rechts sieht man doch dieses Gesicht auf der Map. Das ist unser Ladenhüter. Ich muss gerade mal gucken, wie kriege ich die Map nochmal auf? So. Nein. Das war unser Tagebuch, könnte man sagen. So geht die Karte auf. Okay, jetzt habe ich es wieder. Gut. Oh, nice. Das war gut gemacht. Ja, wie gesagt, die erste Stage ist noch recht easy. Das ändert sich aber, sobald man dann beim fucking Boss ist. Der Boss... Ah ja, hier eine Truhe. Wie jetzt? Das ist eine scheiß Mimik! Ich hatte noch nie eine scheiß Mimik in dem Spiel. Was soll das denn? Fuck you, Diggi. Gib mir deine Waffe. Ich hatte noch nie eine scheiß Mimik. Was kann denn die Waffe? Die hatte ich ja noch nie. So, gibt nie auf. Halbautomatisch. Die Rube Adun Prototyp. Der Prototyp einer Querschlägerwaffe. Diese Waffe wurde erschaffen, um die Grenzen der Projektilballistik und der Physik auszutesten. Ja, bin ich gespannt. Da greife ich eine Mimik an und ich dachte mir, hä, warum kriege ich denn jetzt Schaden? Was eine Scheiße. Achso, wir können uns übrigens auch teleportieren. Ganz easy. Was halt auch sehr, sehr praktisch ist bei so einem Game. Aber wir gehen doch, glaube ich, gleich mal zum Ladenbesitzer. Wobei, das brauchen wir noch gar nicht. Komm her. Oh, krass. Das ist wirklich mein Querschläger. Das ist ja mehr als praktisch. Ah. Krass. Also der Querschläger, der geht mir ab. Mag ich. Finde ich gut. Was mir halt aufgefallen ist, der trifft ganz schön oft. Und noch eine Truhe. Diesmal aber kein Mimik. Was ist das denn? Schleuder? Ach, wie lustig. Okay, krass. Schleuder hatte ich auch noch nicht. Man kriegt halt ultra viele Waffen in dem Spiel. Das ist halt so cool. So, und wir haben noch eine Truhe, noch einen Schlüssel. Oh, ich habe ganz schön viel Geld gerade gekriegt, wie ihr gesehen habt. So, Munitionsgürtel. Mehr Munitionskapazität. Nett. Bin ich dabei. Ich habe keinen Bock, das Stückchen zu laufen. Das teleportieren wir kurz. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. So.
Da. Oh. Also mir gefällt diese Querschlägerwaffe. So, aber das war's hier leider schon. Müssen wir eigentlich auch bald zum Boss, tatsächlich. Ist jetzt die Frage, wir haben jetzt 100 Gold, also 100 Dinge. Boah, ich muss ganz schön weit laufen zum Händler. Fällt mir jetzt gerade mal ein. Oder auf, eher gesagt. So. Komisch, normalerweise haben wir immer so einen Teleporter dazwischen, aber gut, dann jetzt halt einfach nicht. So. Was mit dem Boy ist, weiß ich bis heute noch nicht. Was willst du eigentlich? Hast du mir was mitgebracht? Nee, bisher noch nicht, Digi. Was ist das für eine Knarre? Schildkanone! Schwere Stiefel. Keine Ahnung, was sie bringen. Schlüssel ist immer gut. Schwere Stiefel. Probieren wir mal. Komm, was soll schief gehen? Komm, gib her. Niedriger Schwerpunkt. Lass mal, das ist wahrscheinlich ein passiver Skill, ja. Was macht er? Sorgen dafür, dass der Gungeon erst sicher steht, selbst wenn große Kre... Ah, das ist gut. Das heißt, ich werde nicht weggedingst. Weggedingst. Wie sagt man's denn? Weggeschleudert, danke. So. In dem Laden darf man übrigens nicht schießen, der wird nämlich richtig sauer dann. So, ich würde sagen, wir machen unseren ersten Boss. Gucken wir mal. Die Schleuder. So, wen haben wir? Ah, das Chicken. Ich lasse jetzt einfach mal die Animation da. Und bam. Schnellfeuer-Raubvogel. Alter, was ist der für ein Bauch hat? Sixpack. Ja, man kann sich gut dahinter verstecken. Das ist ganz praktisch. Scheiße. Das war ungewollt. Wir haben auch sogenannte Nixe, die neutralisieren alle feindlichen Patronen. Was ganz praktisch ist. Ach, scheiße. Oh, die Schleuder macht aber ordentlich. Alter, die macht ordentlich Schaden. Oh, daneben. Way! So, jetzt habe ich mal die nächste probiert. Stelle ich mich gerade wirklich ein bisschen blöd an. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich wechsle immer mal zwischen den Waffen. Einfach nur um. Einfach nur das Nachladen. Oh krass, das war's. Um das Nachladen zu unterbrechen. Okay, ich habe gerade irgendwas freigeschaltet. Und wir haben eine normale Schrotflinte. Schön. Also der Run läuft aktuell mit Waffen. Gefällt mir. Vor allem aber auch mit Items. So, dann gehen wir doch aber gerade mal zum Shopboy. Weil dann holen wir uns nämlich jetzt gerade noch einen Schlüssel. Die T-Shirt-Kanone lassen... Vor allem Schangedön. Die T-Shirt-Kanone lassen wir hier, weil die brauchen wir nicht. So. Und jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Wir könnten jetzt speichern. Und dann starten wir direkt im zweiten Dungeon. Oder wir machen einfach weiter und wir machen nochmal weiter. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also, das ist ein guter Run. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Normalerweise, ja gut, ich kam schon teilweise ein bisschen weiter, aber ich glaube bis zur vierten Ebene. So. Und weiter geht's. Oh, das ist, ach, das ist ein Drecksvieh. Das war ein Drecksvieh. Krass, die Schrotflinte ist stark. Ah, das ist ein Drecksvieh. Alter, die Schrotflinte ist stark. Ach, Pisse! Also ich weiß nicht, was in diesem Run hier läuft, aber der ist, was ist das denn? Kleines R. Ja gut, wir heben jetzt mal kurz unsere Kohle noch ein bisschen auf. Können wir dann noch hin? Nicht viel. Schade.
Also, dass der Treffer eben hätte jetzt nicht sein müssen, aber gut, ist halt manchmal so. Was willst du machen? Ach, schon wieder das Vieh. Oh, scheiße. Die überraschen mich aber auch immer, die Dinger, gell? Bäh. Habe ich schon mal erwähnt, dass wir echt einen Arsch voll Geld kriegen die ganze Zeit? Finde ich gut. Oh nein, das habe ich vergessen. Das ist ein Zwischenboss. Der ist nicht ohne. Aber vielleicht mit der Schrotflinte. Scheiße. Alter. Wir dürfen übrigens auch nicht runterfallen. Ach komm, dein Ernst? Das war knapp. Und noch mehr Geld. Krass. Als Herr damit. Bam, bam. Schrotflinte nehmen wir auf jeden Fall. Was können wir noch? Ja. Querschläger nehmen wir auch die Munition. Jetzt haben wir hier noch was zum Aufmachen. Was soll das sein? Waffe. Grün Blutring. Verbessertes Ausweichen. Oh, das geht schneller. Fein. Also ich bin ja echt erstaunt, du. Na, das ist jetzt hier so ein Parkourraum. Die gibt's auch immer mal wieder. Und da kann ich... Kann ich ihn da nicht lang, Alter? Ach, weil's runter geht, oder was? Dann gehen wir einfach mal runter. Guck mal. Sag bitte nicht... Oh Gott. Jetzt weiß ich übrigens auch, warum. Passt auf. Moment. Ah, nö. Alles gut. Hat jetzt gerade gedacht, mein Rechner hört sich laut an. Alles gut. So, wo war's denn? Gegenstand benutzen machen wir hier. Ja. Moment. Machen wir hier. Wo ist er denn? Weil ich habe das vertauscht. Aber ich merke, dass beim Ausweichen ist das doch besser. Das ist eigentlich nett. Oh. Okay, gut, dass ich einen Controller habe mit, gut, dass ich einen Controller habe mit einer Schultertaste. Also mit einer, hier unten. Weil dann kann ich mich ausweichen. Geil. Okay, dann kann ich mich schießen und ausweichen. Passt. Aber es ist doch ein bisschen knifflig. Die Steuerung ist hier ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Vor allem das ganze Spiel ist gewöhnungsbedürftig. Na komm. Was ist das? Jau. Ja. Das sind Sniper, die müssen weg. Das sind Granaten, die müssen auch weg. Okay. Es gibt auch tatsächlich geheime Räume. Und wieder eine neue Waffe, die kenne ich aber schon. Der Richter. Der macht, der ist auch gut, der Richter. Kohle wir haben. Wir sollten wirklich gleich mal was ausgeben. Das ist ja der Wahnsinn. Nein. Ja, das war einfach. Das, also man braucht auf jeden Fall ein paar gute Reflexe bei dem Game. Das tut auf jeden Fall nicht weh, wenn man das hat. Noch eine Truhe. Also jetzt werde ich hier aber auch mit Zeug vollgeballert, gell? Dann lass mal kurz zum Shop gehen. Und was ist das hier eigentlich? Zündhütchen. Erstklassiges Zündhütchen. Ich habe noch nie gewusst, was dieses Item macht. Aber komm, das gönnen wir uns jetzt. Alte Magie. Komm, lass mal gucken, was das ist. Patronenkomponente, das Zündhütchen von einem der ersten Geschosslinge des Gungeons. Die Energie, die frei wurde, als das große Geschoss einschlug, ist noch immer darin zu spüren. Okay, wir werden jetzt aber noch nicht schießen. Scheiß drauf. Wo ist die Truhe? Müssen wir halt jetzt ein bisschen aufpassen. Ist das Käse?
Einfach göttlich. Was macht der göttliche Schwamm? Entfernt kontinuierlich innerhalb eines kleinen Radius sämtlichen Glibber. Ach, das ist geil. Das ist für diese Blob-Viecher. So, das... Okay, ich glaube, ich mache jetzt einfach mehr Schaden. Kann das sein? So, was der Altar bringt, habe ich bisher immer noch nicht gerafft. Und ich befürchte, das war ein Fehler, nicht das Herz zu nehmen, sondern den Schlüssel. What? Okay. Komm, der Richter. What? Das war knapp. Oh, wobei, vielleicht haben wir doch gute Karten. Das war auch einfach. Ich warte eigentlich nur auf den Boss. Oh, shit. Oh, Mist. Komm her. Ja. Sehr geil. So, ich würde sagen, wir gehen hier rechts wieder direkt rein. Gucken mal, was unten im Raum ist. Ich würde sagen, eine Truhe. Nee, doch nicht. Aber sonst auch nichts. Komm schon. Ja, das hat sich jetzt nicht so krass gelohnt, aber macht jetzt nichts. Gehen wir nochmal hier oben rein. Plupp, plupp. Und hier ist der Boss. Aber da gehen wir noch nicht hin. Wir haben noch einen Raum, glaube ich, zu klären, oder? Nee, aber wir könnten... was kostet ein halbes Herz, Digi? Fuck. Scheiße, und ich habe auch keine Nixe mehr. Das wird knackig. Das wird knackig jetzt. Ja, nehmen wir die Schleuder erstmal. Der ist okay. Ach, jetzt habe ich das weggemacht. Sorry, Boys und Mädels. Und divers und alles. Wah! Wah! Oh no. Bisher läuft's gut für uns. Oh fuck, diese scheiß Querschläge, diese Raketen. Bäh. Also ihr merkt, man muss wirklich so ein bisschen Auge auf dem Spiel haben. Holy fuck, Alter. Nein! Boah! Das war einfach nur scheiß Glück gerade. Komm, noch einer. Geht doch. Ha! Ohoho, krass. Das war nice. Kein Damage gemacht, gell? Deswegen kriegen wir auch dieses Item hier. Das nehmen wir für später mit. Den Liebesbogen. Und... das Item. Ich glaube, das habe ich jetzt gekriegt, weil ich keinen Schaden genommen habe in der beim Bossfight. Eisenminze, was? Okay. Was macht das Ding denn? Die zweite Kammer, dieses mächtige Artefakt zeigt, dass die zweite Kammer gemeistert wurde. Jeder, der den Ganzen betritt. Okay. Keine Ahnung wofür. Aber dieser Bogen ist cool. Der macht nämlich, ich habe ein viertes Herz gekriegt. Cool. Der macht tatsächlich möglich, dass sich ein Gegner betört ist und andere angreift für mich. Geil. Und wir machen jetzt hier Speichern und Benden. Wir machen jetzt hier einen Cut. Ja, aber erstmal muss ich hier rein. Ansonsten speichert er das nämlich nicht. Das ist nicht wie bei Dead Cells, wo du dann einfach das Level aufhören kannst und dann ist durch. Geil. War cool. Warum generiere? Ich habe doch gesagt, stopp. Ja, okay, passt. Gut, meine Damen und Herren, wie gesagt, da mache ich hier einen Schnitt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht werde ich noch den zweiten Part machen von dem Run. Also vielleicht mache ich den nochmal weiter. Gucken wir mal. So, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Haut rein, bleibt gesund und schönen Tag noch. Tschüss. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe gar keine Mütze an. Shit. Egal. Toodaloo.